Jo, hier ist wieder Jano und es ist Sonntag. Ja, heute ist eigentlich Samstag. Aber ich drehe mal vor. Das Thema die Woche ist Transition. Das ist das Thema dann vom Tisch. Ja, also viel Thema vom Tisch kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin noch relativ am Anfang von allem. Ich habe noch nicht mal meine Passänderung oder Vornamensänderung hinter mir. Bin gerade dabei und auch dann mit den OPs. Also bei mir ist das Thema noch nicht vom Tisch, aber ich glaube, umso weiter ich komme, umso mehr wird es dann irgendwann mal vom Tisch sein, das Thema. Pff, hoffe ich jedenfalls, weil ich glaube auf Dauer, dass man das Trans angesprochen wird, das ist auch nicht das, was man will, weil ich mache das persönlich, dass ich wirklich sagen kann, komm, ich will als Mann gesehen werden, was ich auch bin, und nicht dauernd angesprochen werden, ja, du bist transsexuell oder oh, du bist ein Transmann oder ein FTM. Dafür mache ich die Sache hier nicht, sondern einfach, weil ich es machen möchte und dass ich mich körperlich so fühle, wie ich halt im Inneren bin. Ja, ich hoffe, dass das Thema irgendwann dann, sobald ich dann meine geplanten OPs, die ich machen möchte, vom Tisch habe, dass das wirklich auch wirklich für mich beendet ist. Was ich jetzt ganz sicher sagen kann, dass ich Klippen und so weiß ich noch nicht, weil für mich ist da die Medizin noch nicht so weit und ich hoffe, dass in den nächsten 5 bis 6, 7 Jahren, solange ich jetzt hier noch rumeier mit den anderen OPs, dass da sich was ändert und dass das auch besser wird. Weil das ist mir eine Sache, die ist mir natürlich auch wichtig, aber ich möchte da nicht so halbe Sachen machen, wo ich sage, ich verliere Gefühl oder meine Lust auf Sex, weil, nee, das ist es mir bis jetzt echt nicht wert. Ja. Aber ich denke, so mit den Jahren, umso weiter man fortschreitet, umso mehr ist das Thema dann irgendwann mal, rückt es weiter nach hinten. Weil wir wollen ja auch nur gesehen werden, wie wir sind im Inneren und dann nach außen hin auch, klar. Aber dieses dauernde Erklären müssen, was jetzt los ist und so weiter, das ist ja nicht so das Wahre. Ja, und sonst. Also viel fällt mir jetzt eigentlich gar nicht dazu ein, weil ich eben noch, ich bin jetzt seit 8 Monaten auf Testosteron und bei mir läuft jetzt gerade alles mit der Vornamensänderung und den ersten Gesprächen mit den Chirurgen und ja, ich werde sehen, wie das so abläuft noch weiter. Und dann werden wir halt mal sehen. Aber also im Großen und Ganzen, ich bin richtig glücklich, dass ich jetzt den Weg gegangen bin. Ich glaube, im Nachhinein werde ich auch, klar, ich habe es jetzt dann immer noch im Hinterkopf haben, dass das mein Weg war und das war auch mein Weg. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, endlich, dass ich gesagt habe, jetzt ist die Zeit, wo ich sage, ich will es nicht wieder jedem recht machen, ich will es mir recht machen und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt eigentlich total glücklich. Das merken auch viele um mich herum, dass ich, seit ich gesagt habe, ich gehe den Weg von Kissmob. Oh ja, Cleffi. Hi. Ja, dass mir halt wichtig ist, dass ich im Hinterkopf bewahre, dass ich gesagt habe, ich gehe denn jetzt den Weg. Und dass ich es auch wirklich durchgezogen habe, weil viele, glaube ich, geben auf oder sonst was. Und so wird das Thema eigentlich für mich, klar, es wird zu mir gehören, aber irgendwann möchte ich damit dann auch abschließen. Weil ich will nicht dauernd als Trans hingestellt werden. Ich bin ein Mann und nichts anderes. Und das, glaube ich, geht jedem so, der wo so weit ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt irgendwie gut rüberkam, so wie ich es gemeint habe. Ja, das war es jetzt eigentlich soweit wieder von mir, weil ich kann ja nicht viel dazu sagen. Ich bin ja noch relativ am Anfang und lieber am Anfang stehen. Ja, mei.
Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und ich hoffe, bis nächste Woche.